Dieser Ort ist ein Mysterium, zumindest für mich, weil, ja, der Ort heißt Lagerhof und man findet nichts. Vielleicht basiert es darauf, also spielt es darauf an, dass hier alles geklaut wurde von den Ink oder was auch immer und selbst im Lagerhof nichts mehr vorhanden ist oder so. Irgendwie sowas wird es definitiv sein. Und wir haben eben schon wieder den Scan verpasst. Und diesmal verpassen wir den Scan nicht, denn da oben sehe ich gerade einen Scan. Ja, 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 es geht, Splinterkokor, ja, Hilfe, ja, wunderbar. Haltet mich fest, wir können immer noch 100% kriegen, ja. Schutzbehausung eines ruhenden Splinters, genau. Zerstörung dieser Hülle eliminiert den darin ruhenden Splinter, alarmiert jedoch auch andere Splinter in unmittelbarer Nähe. Ja, mein Gott, sollen sie halt ausbrechen. Finde ich gut. Jetzt macht mir das Spiel gleich wieder doppelt Spaß. Jetzt haben wir hier nämlich wieder alle Möglichkeiten. Und merken außerdem, dass wir jetzt hier überall waren. Und deshalb gehen wir jetzt zu Umos. Bei dem waren wir jetzt hier schon einige Male. Ah ja, bla bla. Und so weiter und so fort. Ja, diese Sequenzen mit dem Transporter hätte man sich mehr oder weniger einfach auch mal sparen können, aber wem Spaß macht, das ist okay. So. Zack. Ah, da oben haben wir noch einen. So. So. Und hier sollte man auch nicht zu schnell durchrennen, weil hier gibt es auch noch etwas. Ihr bemerkt, hier ist eine Öffnung für ein Morphball-Loch. Gehen wir hoch, bla bla bla. Ich weiß nicht, wer solche Gänge hier entworfen hat, aber es ist schon teilweise episch, was man hier findet. Und schon wieder ein Missile-Container. Es geht wirklich Schlag auf Schlag mit den Items und das ist nicht schlimm. Also, es lässt sich sehen. 75 Missile-Container mittlerweile. Damit sind wir, ja, dem Standard entsprechend. So, jetzt gehen wir nochmal zu unserem Homie Umos, der da unten, beziehungsweise danach nochmal nach oben behaust ist. Und sprechen ihn nochmal so ein bisschen darauf an, was wir jetzt so gemacht haben und lassen uns ein bisschen feiern und halten vielleicht noch einen kleinen Kaffeeklatsch ab. Und dann geht's auch weiter in der Story. So. Erneute Sequenz. Was sagt er uns diesmal? Jedenfalls sieht man schon mal, dass die Energie wieder da ist. Ja, das ist schön. Ich danke dir dafür, dass der Tempel von Argon nun wieder von Energie durchströmt ist. Deine Tat gereicht den Luminot zur Ehre. Jenen, die dahin geschieden, wie jenen, die unter uns weilen. Hier unter meinem Schutz in tiefer Stase ruhend. Mann, redet er geschwollen, ist unglaublich. Sei auf der Hut, ob der Ink, die nicht leicht in die Schranken zu weisen sind. Gewiss werden sie danach trachten, für dein Werk Rache zu üben. Nun, da sie die Energie der Wüste missen, werden sie ihr Streben auf andere Länder ausdehnen. Ich vernehme ungewöhnlich viele Aktivitäten der Ink im Sektor von Torvus. Der Feind rückt voran. Der Morast von Torvus ist fürwahr tückisch und er mag ein beträchtliches Hindernis für dich darstellen. Sei dir dessen bewusst, wenn du dich durch den Sumpf bewegst. Suche den Tempel der Torvus auf. Dort erwarten dich weitere Weisheiten. Möge das Licht des Äthers dir stets ein treuer Diener sein. Juhu, und Umos ist Geschichte mal wieder. Unser Kaffeeklatsch ist erfolgreich beendet. Und ihr hört es, wir sind bereits dabei, in eine neue Welt zu gehen. Und zwar in die Welt von Torvus. Torvus ist schön. Torvus ist klasse. Und Torvus ist in meinen Augen nicht unbedingt die beste Welt.
Fahrt nach Torvus stand da. Vielleicht ist sie sogar gleichwertig mit der in meinen Augen beste Welt. Ich kann es momentan schlecht beurteilen. Hier brauchen wir jedenfalls nochmal Lightbeam. Genau. Ja, ist relativ gleichwertig. Aber es ist schon eine schöne Welt. So, neuer Eintrag. Säuberungsdrohne der Harmonie-Serie. Abtrünnige Wartungseinheit. Umherstreifender Mechanoid mit elektromagnetischen Attacken. Direkter Kontakt ist zu meiden. Boff. 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 Und zack. So, dankeschön. Damit hätten wir das auch erledigt. Genau. Und hier hinten haben wir... Ja, Transporter einsatzbereit, Hologramm, etc. So, und was uns, wie wir jetzt in Torvus, oder was uns jetzt erwartet noch gleich, das stellen wir jetzt aber noch nicht fest, sondern erst später, denn ich muss jetzt erst nochmal eine kleine Pause einlegen. Wir sehen uns dann gleich. Bis dann. So, nach einer kleinen Pause geht es wieder weiter. Da-da-da. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier immer noch so ein bisschen... Naja. Auf dass diese Pforte auf ewig unseren geheiligten Tempel schütze. Mögest du Erleuchtung und Frieden finden. Boah. Tierisch. So. Weiter geht's. Boff. Zu viele Wespen. Hilfe. So. Erstmal die Kokons wegmachen. Perfekt. Hinten haben wir noch Kisten. Kisten brauchen wir nicht. Da oben haben wir noch was zum Scannen. Ist schön. Zeit der Angst. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich diese Texte mal oder ein paar von diesen Texten oder was auch immer mal vorlese, dann schreibt es gerne unter meinem Video. Und hier hinten haben wir eine Supermisseltür, durch die wir leider nicht durch können. Ja, schreibt es gerne und ich werde es machen. Es liegt alles nur an euch, ja, also... Wow. Also teilweise nerven diese Lebewesen hier richtig, das ist... Naja. So muss das sein auf einem wilden Planeten, da muss es so... wilde Bestien geben, oder... Naja gut, so wilde Bestien sind es jetzt nur auch wieder nicht. Jetzt kommen wir zu einem Rätsel, das mich lange Zeit beschäftigt hat. Da gehen wir einfach mal ins dunkle Äther. Ja, weil da hinten ging es nicht weiter. Wie wir vielleicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es jedenfalls gesehen und das reicht mir. Ne, ein Rätsel, das mich früher lange Zeit beschäftigt hat, als ich dieses Spiel hier das erste Mal gespielt habe. Weil das ist, ja, eigentlich ist es einfach. Aber wenn man nicht weiß, wie es geht, dann ist es schlecht. So, hinter uns wieder eine Supermisseltür. Wir merken, wir können hier nicht wirklich viel machen. Also wir können nur da lang, wo wir wirklich lang sollen. Und das trotz dessen, dass wir Light und Dark Beam haben. Hier haben wir... Aha. Inkwürmer, die das Gebiet versperren oder so. So, weiter. Hier haben wir irgendwas. Und ihr merkt, hier haben wir keinerlei Energiekristalle. Und ihr merkt des Weiteren, dass es hier derbe dunkel ist und dass wir hier noch irgendwas haben, was wir scannen können. Beschädigtes Wachauge. von Finsterling besessenes bewaffnetes Monitorsystem. Von den Ink verwendet, um wichtige Bereiche zu sichern. Lässt sich mit den meisten Waffen vorübergehend außer Gefecht setzen. Mit Lichtenergie lässt sich das Objekt zerstören. Lichtenergie. Hallo? Lichtenergie. Hallo? So, dankeschön. Und hier haben wir auch noch ein paar... Hä? Da stand, es lässt sich zerstören. Ey. Dann gehen wir halt so durch. Soll mir auch recht sein.
Und man sollte immer sich bewusst machen, dass man die Energie verliert, weil er merkt, dass momentan ich verliere schnell Energie und das ist nicht schön. Luminotische Versorgungssphäre, Einheit zum Befördern von Truppen und Nachschub unbewaffneter, aus widerstandsfähigen Verbundstoffen bestehender Transporter. Von den Luminor zurückgelassen. Ja, warum wohl? Nur ich dachte, die Luminor sind nie ins dunkle Äther vorgedrungen. Das ist so ein kleiner Widerspruch zu sehen. Naja. Ja. Kinetischer Transport von Kugelkörpern. Landemechanismus einer kinetischen Waffe. Okay. Nee, Lademechanismus. Nicht Landemechanismus. Egal. Wir haben es beinahe begriffen und das ist beinahe gut, ja. So, was haben wir hier? Ne, das ist doch hier. Hier müssen wir einmal lang. Und zwar, weil wir dann dieses Ding hier wegmachen können. Aber wir merken, hier links ist dann so ein Laser und da kommen wir dann nicht mehr durch und das ist blöd. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch einmal hoch und am besten warten, bis es wieder zurückkommt. Genau, und jetzt kommen wir da hoch. Da. Hinten lang. Und hier lang. Und jetzt kommen wir hier nämlich. Man muss nämlich hier alle vier Arme, die das Ding hier befestigen, runter machen. Und das auch mit diesem System, wie ich es gerade mache. Sonst ist es hier ein bisschen schlecht. Sonst kommt man hier nicht mehr weiter oder muss wieder zurück machen oder was auch immer. Kann jedenfalls eine Weile dauern ansonsten. So. Jetzt haben wir unseren Transporter. Okay. So, jetzt nochmal scannen. Sperren hat es ist ein Teil des Sicherheitssystems. Bombenmull, der Energieimpuls, Einheit zu den Regeln. Kann die Gondel mit Energie versorgt werden und bewegt werden? Ja, genau. Gehen wir jetzt auf den Transporter. Bemerken, dass er sich schließt. Und bemerken, dass wir hier ein bisschen schießen müssen. Sonst geht das hier mit Schmerzen aus, ja. Ja, hier muss man einfach nur triggern, wie sonst was, damit das klappt. Man merkt, man kriegt recht viel Energie wieder zurück. Solche Gesellen hier machen einem das Leben ungeheuer leicht oder so. So, jetzt sind wir am Ende. Der Transporter senkt sich und jetzt muss man hier einen präzisen Sprung anwenden und da hinten in dieses Tor kommen, sonst sieht das hier recht schlecht aus. Wunderbar. Ich weiß auch nicht, warum ich an dieser Stelle früher mal so ein bisschen gehangen habe. Es fällt mir gerade nicht ein, aber ich weiß es noch, dass ich da gehangen habe. Und das ganze Gedöns haben wir jetzt nur gemacht, um, wie ihr seht, durch einen Raum zu kommen. Ist es nicht schön? Es ist schön, ja. Ich weiß, ihr müsst nicht reden. Ich rede für mich selber oder so. Jetzt sind wir hier oben. Ja. So, wunderbar. Hier haben wir die Supermitteltür, wo wir nicht durch können. Genau. Bla bla bla. Ich suche gerade nach hier links. Antriebseinheit. Ja, Powerbeam. Ja, gut, können wir von hier nichts machen. Zu wissen, aber hier oben haben wir jedenfalls einen Piraten. Zack. Und er wird dunkel. Gut, aber die dunklen Piraten muss man nicht unbedingt mit Lightbeam fertig machen. Man kann auch sich geschickt hinter einer Ecke verkriechen und sich dann geschickt treffen lassen und ihn so killen. Boff. Naja, egal. Aber ihr merkt irgendwie, also gerade eben habe ich gemerkt, dass wenn man die dunklen Soldaten, die dunklen Piratensoldaten killt, dass sie dann irgendwie Energie. Ja. Ach, was wollte ich sagen? Dass die ihre Dunkelheit wieder verlieren und wieder zu normalen Piraten werden. So. So wollte ich das eigentlich sagen. So, was haben wir hier? Noch ein Piraten. Oh, das sind Grenadier oder Grenadier oder wie auch immer man die nennt. Die hauptsächlich mit Granatenwaffen schießen. Und jetzt haben wir hier noch eine Antriebseinheit. Und hier hinten haben wir auch eine. Und das ist schön.